Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Folge hier von Kanal und heute wird es mal wieder Minecraft Hardcore. Und ja, letzte Folge bin ich zum Glück nicht gestorben. Es war sehr kurz davor, aber zum Glück nicht. Weil, was ich mir jetzt schon hier erfarmt habe und so, das ist jetzt noch nicht so krass, aber es wäre schon ärgerlich. Deshalb, ja, möchte ich jetzt nicht sterben. Ich habe mir nämlich ein Ziel gesetzt, ich möchte Eisen farmen. Ich habe zwar hier diese 5 schon, aber die reichen natürlich nicht. Also man kann ja nicht mit 5 Eisen leben. Und ja, da sollte eigentlich dann nichts mehr spawnen. Deshalb baue ich mal hier das Tor ab und guck nochmal nach. Aber ich glaube eh nicht. Dann gehe ich mal runter in meine Höhle. So, esse hier mal verrottenes Fleisch. Ah, wups, ich bin falsch reingegangen. Spitzhacke habe ich noch. Das ist gut. Am besten, ich nehme keinen Fallschaden oder Schaden oder so, damit ich nicht so viel essen muss. So, da geht es runter zu der Höhle. Und da... Warte, ich kann ja das anmachen. Und da war... Nichts mehr. Okay, dann leuchte ich mal aus. Und warte, da tropft es. Ich bin Profi-Spieler, deswegen habe ich ja gesehen. Okay, okay, okay. Hier ist Eisen. Ich muss mich schnell hier reingraben. Nein, nein, es ist safe vorbei. Ja, ist vorbei. Ja, vorbei. Ich bin so durch so einen dummen Tod gestorben. Welt beobachten. Das war meine Welt. Und was ich, also ich habe gerade einen Screenshot gemacht für den Thumbnail. Und hier war die Unterwasserhöhle. Und hier irgendwo bin ich dann draufgegangen. Ja, hier. Ich war zu gierig auf das Eisen. Und hier, da sind ja auch einfach gar keine Luftlöcher. Also, wie soll man denn, ne? Wie soll man das denn... Wie soll man das denn überleben? Vor allem in der Hardcore-Welt. Also, ja. Eigentlich wollte ich Eisen farmen. Das hat sich jetzt auch wieder erledigt. Wenn ihr in der zweiten Episode hier von diesem Projekt sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao Leute. Bis dann. Tschüss.